On the Way with Sven. Buenos dias, guten Morgen. Ach, gut geschlafen, ist 9.30 Uhr. Wir haben ja heute nur ein kurzes Stück. Wir laufen quasi durch den Las Medulas durch und dann zu Puente de Domingo de Florenz. So, das habe ich mir jetzt alles mal nachgelesen. Das Blöde ist, in dem Video kann man natürlich hier nicht noch Einblendungen machen. Das muss man überlegen, ob man hier noch einen Tick reinbauen kann. So, die Reise geht dann los, kurzes Stück. In dem WhatsApp-Gruppe hat schon einer beschrieben, Domingo de Florenz ist nicht so schön. Also wir werden dann die Stadt genießen heute. Aber in Las Medulas werden wir einen kurzen Break machen und uns die Stadt auf jeden Fall anschauen. Guten Morgen. So, die Reise geht los von hier oben nach unten. Heute easy. So, jetzt kam ja die große Frage in der WhatsApp-Gruppe, wie warm oder wie kalt ist es jetzt wirklich? Also laut technisch sind wir jetzt bei minus 1 Grad oder minus 2 Grad und wir werden heute um die 11 Grad erwarten und bumm, kein Wölkchen am Himmel. Deswegen ist es auch so, dass so gegen später, ich sag mal so 12, 13 Uhr, 14 Uhr, wird es gefühlt 18 Grad. Also eigentlich ganz gut, außer man läuft im Schatten. Wir haben jetzt Bergabstieg im Schatten, deswegen habe ich Wintermontur angezogen. Das heißt wirklich, 1, 2, 3 Lagen und vierte Lage und eine lange Unterhose. Also es ist schon noch recht frisch, aber sehr schön, muss man ganz ehrlich sagen. Also besser als Regen. Also lieber kalt und trocken als Regen und halbwarm. Und ich werde Voraussichten sehen. Nächste Woche eine kleine Änderung vor. Aber ihr wisst ja, warten wir eher ab, was die Natur so zu bieten hat. Wir legen jetzt gleich los. So, und warum haben wir die Rucksack jetzt weggelassen? Wechseln Knie. Aber gestern musste ich beobachten, dass ein normaler Gang möglich war. Mit normalen Schmerzen. Also normale Schmerzen. Bei meiner netten Dame, der Susanne. So. Hier mein Rucksack. Ich werde dann die Getränke heute übernehmen und sie hat einen relativ leichten Rucksack. Also darf sie sich heute mal mit 10 Kilometer leicht bergab eingrufen wieder mit dem Rucksack. Weil morgen geht es dann 20 und dann wieder 13. Also ich weiß auch nicht. Die Route ist schon mal überraschend. Außer man macht einen 30 Kilometer Läufer. Aber ganz ehrlich, nein. Also ambitionierte Leute laufen in 12 Tagen den Inverno. Sagte Uli und ich werde es in 13 schaffen. Mal gucken, was noch alles kommt.
Du, Susanne, wir machen eine spontane Befragung unter den Pilgern hier. Wir wollen noch die weibliche Sicht der Temperatur hier definieren, die hier so tagsüber, also nicht nur jetzt, sondern tagsüber auch herrscht. Bitte die weibliche Definition. Sonne kalt. Ist das weiblich? Normal quasseln Frauen doch etwas mehr. Nee. Nee. Okay, Sonne kalt. Und jetzt? Später? Jetzt Nachmittag? Nee. Sonne kalt. Okay. Sonne kalt. Seht ihr, wie gut ich meine Freundin erzogen habe? Sie hat das Motiv gesehen und hat schon freiwillig gesagt, das Fotomodell ist bereit. Würde das Fotomodell, kann jetzt ihren Job wieder einstellen. Würden Sie bitte hier mir folgen? Wir sind beim Wandern und nicht beim Anlehnen an Metallprügel. Bei der Rostlaube hier. Also hier drei Bars hintereinander in Macedas. Und alle geschlossen. Also sie sitzen drin und sagen, wir haben geschlossen. Alles gebaut. Hier auch geschlossen. Gut, dann müssen wir uns mit der offiziellen Bank des Dorfes vergnügen und werden hier einen kleinen Päuschen machen. Doch noch eine Bar gefunden. Das Cerveza ist gesichert und mein Kaffee con leche. Yeah. Hier eine kleine Zwischenpause. So, es kommt noch das Highlight des Tages. Das heißt, die Brücke muss überquert werden, die ganz schwer ist. Für Pilger eine extreme Herausforderung am heutigen Tage. Es geht bergauf. Richtig bergauf? Richtig bergauf. Und Frosch und Molch. Moment. Frosch und Molch. So. Upsa. Und jetzt geht's wieder bergab. Nein, Ost Medicine. Ach so, ja, okay, dann mach mal. Und jetzt geht's bergab. Ja, das ist das Highlight des Tages.
Ja. Auch ganz nett. Hier oben eine Barriere. Also, wie ihr seht, da drin ist ein Fasan, Hühner, Tauben. Wird alles hier drin schön gehalten. Ich schaue mal über den Fasan jetzt noch mal. Ich zoome mal hin. Da ist er, der Fasan. So, und jetzt geht es die nächsten 6 Kilometer einfach nur bergab. Jetzt gucken wir mal, wie sie sich verhält mit dem Rucksack. Also, ihr wisst, ich habe mein Baby wieder dabei. Und das Baby ist leider 2 Kilo schwerer, weil ich meiner Freundin 2 Kilo erleichtert habe, dass sie sich schonend auf die Gelenke einspielen kann. Sie hatte auch Rucksack, aber sie ist beschäftigt, hört Musik und sagt jetzt bestimmt nicht. Oh, Susanne, guck mal, die schöne Aussicht. Siehst du die Aussicht? Hab gute Lala. Genau, das wollte ich sagen. So, jetzt geht es noch insgesamt 4 Kilometer nach unten. Also wir haben noch ein bisschen was zu laufen. Ich nehme euch mal noch nicht mit, weil ich möchte mich auch mal ein bisschen meinen Arm entspannen. Wir gehen bergab. Man glaubt es kaum. Aber einiges. Was wolltest du sagen? Ich hab gesagt, es gibt nur einen Haken an der Strecke. Man muss garantiert donnern. Wir müssen bloß bergrunter. Es gibt zwar noch zwei kleine 20 Meter Hügelchen, wie zum Beispiel der da vorne, aber es geht nur bergab. Dein Wort in Gottes Ohr. Mein Wort ist immer in Gottes Ohr. Ich bin heilig. Nein, bin ich nicht, aber schön, um wahr zu sein, oder?
Ja, sieht schon sehr vielversprechend aus. Das ist unsere Übernachtung. Mal gucken, was an Entertainment geboten wird. Gibt es auch was ganz Besonderes. Heute gibt es kein Hotel oder Pension oder zwei Bettzimmer oder... Das Problem ist, hier sind zwei Hotels, die gehören zusammen und die heißen Torres. Und jeder sagt, geh dort nicht hin. Ich habe schon gesehen, fast 60 Jahre gebaut. Hier ist eine Donativo-Herberge, die heißt La Rosa, Casa Rosa. Und die tut jeder empfehlen. Also werden wir heute mal eine Herberge testen. Geil, Frau Schön. Sie ist hochmotiviert. Also hier die Herberge, sehr schön. Es gibt hier in diesem Raum Brauchschütz, nicht? So, ein Aufenthaltsraum, sehr schön, mit heißem Wasser, einem Kühlschrank mit Getränken. Also Silvester ist gerettet. Ich kann mir einen Kaffee noch machen. Er tut es mir gerade vorbereiten. Das Wasser wird aufgeheizt. Man kann sich auch einen Tee machen. So, hier gibt es ab 7.30 Uhr Frühstück und dann geht man hier raus, geht in die Herberge Aberto, geöffnet und die Nummer, das ist quasi der Schlafsaal, die unteren zwei Betten, die rosa sind, sind für uns gerichtet. Hier gibt es auch schön Decken und hier gibt es die Dusche und Toilette. Also alles, was der Mensch so braucht. Und so wie es ausschaut, im Moment sind wir allein. Kann noch jemand kommen, aber so sieht es hier aus. Sehr schön. So, Susanne, wir machen die Zusammenfassung von heute. Sag mal aus der Ferne, wie der Tag denn so war. Sie ist schon in Entstimmung. Ja. Okay, macht nichts. Also, ging heute bergab. 10 Kilometer, 11 Kilometer waren es ungefähr, wenn wir hier, ich werde sie jetzt wegblenden und den Tag einblenden, dass ihr seht. Ja, und morgen geht es dann 20 Kilometer und schön eben. Das ist dann zum Warmwerden mit dem Rucksack. Und übermorgen bis noch 11 Kilometer. Also, es ist lustig. Also, von dem her. Sehr schöne Herberge, weiß ich jetzt schon. Der Herbergsvater ist so dermaßen bemüht und er kann auch ein bisschen Englisch. Also alles toll. Hier in Puente della Florenz oder so ähnlich. Aber steht ja hier oben. Also schönen Tag, also bis morgen.